à tous, bienvenue sur Kubik. Herzlich willkommen, jetzt geht's wieder los mit einer neuen musikalischen Begegnung. Nouveau groupe, nouvelle rencontre musicale aujourd'hui avec ces artistes qui sont derrière moi. Voici donc Ruven et Ronnie qui tous les deux viennent de la Saar. Zu Gast sind heute Six Cent Humor. Im Einzelnen sind das Ronnie und Ruven, beide kommen aus dem Saarland. Hallo ihr beiden. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Ronnie, raconte-moi rapidement le style de musique que vous avez apporté avec vous. Erzähl uns kurz, welche Musik wir von euch hören. Ja, stilistisch bewegen wir uns im Synthie-Pop-Bereich. Musikalisch würde ich sagen bei Depeche Mode und Mylène Farmer. Okay, comment s'intitule le premier morceau et de quoi parle-t-il? Wie heißt das erste Lied und um was geht es? Der erste Song, den wir spielen werden, heißt Analog und darum geht es im Großen und Ganzen um die Werte der Menschheit und ja, jeder sollte sich vielleicht mal Gedanken machen, wie viel abhängig er ist von Technik und Geld. Okay, très joli, sehr schön. Liebe Zuschauer, wir hören nun Six Cent Humor mit Analog. Die schöne Glitzer-Wunderwelt, die jeder Frau und jedem Mann gefällt, die jeder brav sein Zuhause nennt, in der ein jeder seinen Platz anerkennt. Schön in Grüppchen zusammengeschnürt und dann ein Lebensstandard mittels Werbung serviert. Ein Haus, ein Kind, zweimal Urlaub am Strand. Wen kümmern dann noch die Parolen an der Wand? Die Parolen an der Wand. Links, rechts, links, im Gleichschritt vor. Nur eine Stimme im ganzen Chor. Lass alle Achsen böse sein, doch der am Steuer fährt ohne Führerschein. Links, rechts, links und keine. An Six Cent Humor. Ruven, raconte-moi rapidement l'histoire du groupe. Erzähl mir doch kurz etwas über die Geschichte der Band.
Also, wir haben uns zum ersten Mal 2008 getroffen und haben dann auch sehr schnell eine EP rausgebracht. Und ging alles sehr schnell. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir gut zusammen Musik machen konnten. Und was sehr spannend für mich auch war, das hat man gerade gehört, wir machen deutsche und englische Texte. Und dass man dann auch Musiker findet, die im deutschsprachigen Raum gerne deutsche Musik machen wollen, ist echt ein bisschen schwierig. Also das glaubt man zwar nicht so, aber die meisten machen dann Englisch und so. Genau. Aber normalement, il y a aussi quelque chose, un petit quelque chose en plus qui accompagne vos concerts. Zu eurer Musik gehört normalerweise auch ein wenig Bühnenshow. Was bedeutet das? Also es ist jetzt nicht so exzessiv wie bei Rockbands oder sowas, aber wir haben normalerweise einen Beamer dabei und Videoleinwand und es gibt zu allen Liedern, die wir spielen, normalerweise eine kleine Videoanimation und kleine kompakte Videofilme eigentlich. Ja, die haben wir jetzt heute nicht dabei, aber ja. Das Studio ist so schön, da kann man gerne drauf verzichten. Ja, genau. De quoi parle le prochain titre? Wovon handelt euer nächster Titel? Der nächste Titel ist nochmal auf Deutsch, heißt Wagnis und Traum, wird eine absolute Weltpremiere hier extra für Kubik, haben wir den Song quasi so zusammengesteckt. Es geht darum, auch in dieser Welt, die eigentlich sehr viele Gesetze hat, sich einen Freiraum zu schaffen und auch mal Mut hat, was zu wagen und seine Träume zu leben. Also deshalb Wagnis und Traum. Wagnis und Traum. Genau. Nun hören wir von unserem heutigen Gast Sixth Cent Humor, Wagnen und Träum. An den Seelen nagt das gleiche Leid. Spürst du die Flut in dir steigen? Fühlst du nicht den goldenen Käfig, der dich brennt? Sieh
Ronny und Ruben alias Sixth Sense Humor. Vielen Dank. Ruben, komm zu mir auf die Couch und lass uns ein wenig schwätzen, wie es bei euch im Dialekt heißt. Genau, ich muss kurz einen Schluck trinken. Qui écrit les textes dans votre groupe, Ruben? Wer schreibt bei euch die Texte? Also hauptsächlich ich, aber wenn der Ronny eine Idee hat, formuliert er das so ein bisschen vor und dann nehme ich den Kern von seiner Idee und mache daraus dann auch nochmal einen Text. Aber so ein bisschen, ich sag mal 90% von mir, 10% steuert der Ronny dann auch noch dazu. Et de quoi ça parle en général? Um was geht es im Allgemeinen bei euren Songs? Also im Allgemeinen geht es bei uns um den Konflikt zwischen Menschlichkeit und Automatisierung, würde ich mal sagen. Mhm. Schwer zu erklären. Also erstens mal wollen wir, dass unsere Lieder gut klingen. Dass es Spaß macht, sie zu spielen, ist natürlich klar. Ja. Und ja, inhaltlich versuchen wir immer so ein bisschen eine Spannung herzustellen zwischen den kühlen Synthesizer-Klängen, die wir benutzen, und darin aber versuchen, menschliche Themen halt unterzubringen, textlich. So ein bisschen. Ich habe euch auf der Homepage die 40-Day Challenge. Was ist das? J'ai vu sur votre site internet le 40-Day Challenge. Qu'est-ce que c'est? Also die 40-Day-Track-Challenge haben wir letztes Jahr gemacht. Da haben wir alle 40 Tage ein neues Lied geschrieben und rausgebracht. Und das kann man auch kostenlos downloaden bei uns auf der Homepage, sixthsense-humor.com. Okay. Gibt's ganz viel Musik. Ja. Und die haben wir jetzt aber beendet, weil wir gerade dabei sind, eine neue Platte zu schreiben und die wir dieses Jahr auch nochmal veröffentlichen wollen. Also im Dezember wird's was Neues von uns geben. Avant que je ne t'envoie à nouveau sur la scène, j'ai une petite question à te poser. Spielt ihr nur auf richtigen Bühnen oder kann ich euch auch für mein Wohnzimmer buchen? Alors, il paraît que vous jouez pas seulement en concert, mais que je peux aussi avoir un concert de votre part dans mon propre salon. Also man kann uns tatsächlich fürs Wohnzimmer buchen. Also wir hatten vor 2 Jahren die erste Anfrage deshalb. Da hat jemand gefragt, ja, wie sieht's denn aus, könnt ihr nicht bei mir zu Hause spielen? Und da wir zu zweit sind, sehr wenig Platz brauchen, ja, und auch lautstärkemäßig uns gut anpassen können, ist es jederzeit möglich. Also wer wem die Musik gefällt, wer sagt, oh, bei mir zu Hause wäre schön, ich sammle mal bei ein paar Leuten 5 Euro oder was weiß ich, und der kann uns gerne kontaktieren und dann kann man da bestimmt was machen. Also gar kein Problem. Okay, ich schau mal, ob ich genügend Platz im Wohnzimmer habe. Gerne. Donc je vais regarder s'il y a un peu de place dans mon salon. En attendant qu'on s'organise ça, qu'est-ce que vous avez encore amené avec vous? Bis dahin, sag mir, was ihr als nächstes spielt. Das nächste Stück ist ein Stück auf Englisch und das heißt The Same Blood. The Same Blood. Genau, da geht es darum, dass man sich seine Familie quasi nicht aussuchen kann. Also wenn man vom gleichen, ja, Blut ist halt. Genau. Danke, Ruben. Genau. Liebe Zuschauer, Sixth Sense Humor mit The Same Blood.
you handle the truth, I will not cry over you. I feel the needles in my chest, but there is a new life lying before me. You'll rise so sad and disappointed. Six Cent Humor. Dankeschön. Zum Abschluss komme ich nochmal zu Ronnie. Je retourne chez toi, Ronnie. Was macht ihr beruflich neben der Musik? Ja, neben der Musik ist Roven ja, freier Künstler. Kann man das so beschreiben? Ja, ist absolut korrekt. Ja. Und ich bin Angestellter, EDV-Mitarbeiter. Okay. Was kann man euch für die Zukunft wünschen? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour le futur? Wow, was kann man uns für die Zukunft wünschen? Ja, eigentlich nur, dass wir unsere Musik den Leuten nahebringen können. Das, was wir denken und was wir fühlen, dass sich vielleicht andere ja, damit identifizieren können. Okay, danke sehr. So, wir sind fast wieder am Ende der Sendung. Nous voilà donc arrivés bientôt au terme de notre émission. Wie heißt euer letztes Lied für heute? Comment s'appelle le dernier titre que vous nous proposez aujourd'hui? Das letzte Stück für heute heißt Time Clock Slavery. Time Clock Slavery. Genau. Okay. Wir bedanken uns für euren Besuch. On vous remercie bien sûr de votre visite. Und wir bedanken uns bei unseren Zuschauern. On remercie bien évidemment les téléspectateurs aussi qui nous regardent régulièrement. Ebenso möchten wir Danke sagen an die Beteiligten der Sendung, insbesondere sans oublier bien sûr tous les partenaires sans qui cette émission ne serait pas possible, et Mosaïque TV Crystal TV 8, dem MKN und OKTV Südwestpfalz. Nächste Woche sehen wir uns schon wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss und noch einmal Six Cent Humor. Designer Penthouse in the Furniture Show. Expensive equipment, 100 suits in a row. Soft thick carpets like in 1001 Nights. And a hand-blown lampshade for the downright lights. For the downright lights. A well-planned carpool for every occasion. And for your welfare, almost every
every installation. The escort service and the speed dial key. The golf club subscription means nothing for your fee. Time clock, slavery, every second, every sound. Workaholic, bravery, no retreat, you hold your ground. Time clock, slavery, can't you see you're not in charge? Misguided, bravery, no need for talking large. I've been in your head, it was dark and cold, so dark and cold. Found the skeletons in your closet, and I have been told about your lousy art tricks, your impertinent sass, and your amazing ability to kiss everybody's ass. You suck dry, you inferior in every way. In every way. You use them, exploit them, then throw them away. They told me the truth. So don't make a fuss. So don't make a fuss. How dare you to think? How dare you to think you're better than us? Every second, every sound. Workaholic, bravery, no retreat, you hold your ground. Time clock, slavery, can't you see you're not in charge? Misguided, bravery, no need for talking large. Time clock, slavery. Marie.